wenn man wirklich für Gerechtigkeit kämpft, dann muss man ohne Wir anfangen. Sehr oft heute denkt man, dass wenn man links denkt oder progressiv, dann denkt man mit Identität. Aber die Wahrheit ist natürlich auch die Rechten, sie kämpfen auch mit Identität. Und dann denken die Liberalen in der sogenannten Mitte, dass sie universalistisch denken. Ich möchte zeigen, das ist eigentlich falsch. Mein Buch Radikaler Universalismus versucht, die Ursprünge des universalistischen Denkens zu hinterfragen, tut das aber, um eine Brücke zu bauen zwischen auf der einen Seite dem Universalismus der Aufklärung als eine, sagen wir, reine theoretische Idee und dem aktuellen sehr starken Forderung nach sozialer Gerechtigkeit. Ich denke, dass sehr oft verstehen sich diese Trends als gegen den Universalismus gerichtet. Sie betrachten die universelle Idee der Menschheit als eine Ideologie, die es ermöglicht, zu kolonisieren, zu versklaven, die Natur zu beherrschen. Diese Trends sind nicht ganz falsch, aber ich möchte zeigen, die sind auch nicht ganz richtig. So, das Buch liest drei klassische Texte neu. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, Kants Was ist Aufklärung und die Bindung oder die Opferung Isaac. Wenn wir diese Texte besser verstehen, zeigen sie eine Tradition des Universalismus, die die universelle Menschlichkeit mit dem Prinzip verbindet, dass Gesetz oder Autorität nicht von Gerechtigkeit getrennt werden können. Wenn das stimmt, dann kann man den Universalismus in erster Linie als eine Emanzipationslehre verteidigen.